Jetzt geht es ums Fotografieren. Starfotograf Manfred Baumann ist dran. Der ist ja mittlerweile schon so etwas wie ein alter Hase. Und der sehr geschätzte Herr Baumann möge uns diesen Ausdruck verzeihen. In der Szene, ja, Stars und Schönheiten hat er schon fotografiert. Und dennoch gelingt es ihm, sich quasi immer wieder neu ein bisschen zu erfinden. Jetzt zeigt er sein bisheriges Lebenswerk, Klammer auf, bis jetzt, Klammer zu. Und wir waren bei der starbesetzten Präsentation für Sie dabei. Wenn er ruft, kommen Sie alle. Freunde, Prominente und Medien. Manfred Baumann präsentierte gestern in einem Autohaus in Wien-Heiligenstadt sein neues Buch. Es sind ja über, sage ich jetzt einmal, 50.000, 60.000 Fotos entstanden in diesen Jahren. Und die durchzuschauen und die durchzusichten, war natürlich schon eine lange Aufgabe. Also es hat ein Jahr mindestens gedauert, obwohl man hat natürlich über die Jahre so seine Lieblingsfotos und seine Babys und seine Sujets. My World of Photography, 1991 bis 2016. So der Titel des neuen Buches. Es ist nicht nur ein Best-of. Der 48-Jährige hält Rückschau, auch in die Zeit vor seinem Ruhm. Teilweise hat die Babyfotos mein Großvater gemacht, der ja Teil meiner Karriere auch ist. Und ja, es gehört ja einfach dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Geschichte natürlich. 290 Fotos haben es ins Buch geschafft. Die Bilderreise verläuft größtenteils in Schwarz-Weiß. Mittlerweile fotografiert Baumann mehr als nur Stars. Mir gefallen, man lockert es sowieso immer, das ist sehr schöne Models halt immer. David Alaba sehe ich da gerade. Nein, er macht einfach super Porträts und ich habe sowieso lieber auch Schwarz-Weiß-Fotos. Und natürlich lernt, wir dazu gelernt haben und wird besseres Auge vielleicht bekommen über die Jahre. Also wenn man jetzt reinschaut, sind es ja Momente, die für mich sehr wichtig waren. Eben die Schwangerschaft, dann mitten in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, Vertrauensgeschichte. Und man vertraut sich nicht jedem an. Also man vertraut sich Fotografen eigentlich nur an, wenn man sie wirklich auch gern hat von Herzen. In einem schönen Schloss haben wir geshootet. Und ganz locker. Das ging so schnell. Ich dachte eigentlich, es wird den ganzen Tag dauern. In einer Stunde waren wir fertig und wir hatten 10 Fotos. Erinnere ich mich sehr gern zurück. Ich glaube, sein Geheimnis ist, dass er gar nicht so tut, als ob er es ernst nimmt und sehr viel plaudert, Spaß macht und zufällig blitzt dazwischen. Also er nimmt dir sofort das Gefühl, dass du einen Stress hast, ob das eh schöne Fotos werden, sondern es ist so ganz nebensächlich. Es ist so nicht, dass... Es muss schnell nennen, aber ich finde es fantastisch. Ne? Man fühlt sich dann wohl. Ich finde es irgendwie besonders, auch wirklich mit den Wolken, mit dem Licht, dann der Baum, der große und dann wieder perspektivisch. Das ist schon sehr schön, muss ich sagen. Es ist egal, ob er Landschaften oder Menschen fotografiert, er kann einfach die Atmosphäre einfangen. Manfred schafft es tatsächlich immer, mit seinen Bildern auch Geschichten zu erzählen. Und man hat immer das Gefühl, der interessiert sich eben auch für sein Objekt, was er gerade fotografiert. Ich finde, er ist ziemlich kreativ, also... Er kann einen coolen Hintergrund ausdenken oder etwas komplett Neues und das so bearbeiten, damit es ganz neu und ganz flashig aussieht. Also ich finde, er ist eine sehr creative Person. Ich habe bei ihm einen Workshop gemacht und es war irrsinnig interessant und halt von Belichtung und diese Sache. Also der Typ hat schon Ahnung. Und das wundert mich, dass so viele Fotografen da sind, weil die müssen ja wissen, dass sie wahrscheinlich nicht so gut fotografieren wie der Manfred. Der Manfred hat eine sehr, sehr wesentliche Eigenschaft, die meiner Meinung nach jeder Fotograf haben muss, insbesondere jeder Fotograf. Er ist nämlich nicht nur vom Qualitativen her, muss man halt sowieso gut sein, aber er hat auch dieses gewisse Etwas, das Menschliche. Und das sieht man dann auch auf den Bildern. Wenn zum Beispiel ich noch nicht zufrieden mit meiner Pose oder dem Foto bin, dann würde er auch nicht sagen, ja, das passt schon, sondern würde so lange weitermachen, bis es mir passt oder umgekehrt. Dann hatten wir ein Fotoshooting, da ging es einfach um mich, also um die Person als solche, ohne einem Motto, wenn du so willst, einfach nur Vera pur. Da ist der Wohlfühlfaktor ganz wichtig. Ich bin am ehesten ich, wenn ich mich wohlfühle. 25 Jahre Fotografie. Da gibt es einige Wegbegleiter. Mit Song-Contest-Legende Johnny Logan beispielsweise verbindet den Fotografen mittlerweile eine Freundschaft. Sein größter Star aber ist Ehefrau Nelly. Er hat die Kamera pausenlos mit. Das ist ganz egal, ob wir Urlaub machen. Es ist immer mit Kamera. Also die gehört irgendwie so zur Familie dazu.
Und man gewöhnt sich aber dran. Also ich finde das auch okay und ich verstehe das auch, wenn er sich dann irgendwann mal einquietscht irgendwo auf der Straße, weil er ein Foto entdeckt hat und dann mal verschwindet und in einer Stunde wiederkommt. Also ja, das ist halt einfach unser Leben, das gehört dazu und ich finde es schön. Manfred ist vielseitig und sucht sich seine Projekte sehr gewissenhaft aus. Und er macht alles mit Herz. Ganz wichtig ist Nelly an seiner Seite. Sie sind ein liebendes Paar und es ist schön, mit ihnen zusammen zu sein. Es ist ja auch ein Leben, eine Geschichte von mir, die ich erzähle, solange es mich gibt. Und sie ist Teil der Geschichte. Und damit wird sie auch mit der 90 noch fotografiert werden. Und somit geht die Fotoreise des Manfred Baumann noch lange weiter.